Oh, genau, das könnten wir mal bauen, nämlich mein wunderbares Crafting Table of Doom. Wo bist du schon wieder hin? Mir die Unterhose wechseln. Ich habe vor Spannung da immer ordentlich reingeblasen. Ja, passieren ja auch Sachen, das ist Wahnsinn. Ja, also die Seidenraupen, die haben mich schockiert. Die bewegen sich ja. Die So, leben ja das ist noch. nämlich meine gute Crafting-Box. Das ist das Genialste, was die Menschheit jemals erfunden hat. Es ist ein Crafting-Table und eine Kiste in einem. Ist das nicht Ah, das schön? Ding kenne ich noch, das ist nicht schlecht. Ist das nicht schön? Es ist zumindest nicht schlecht. Soll man dann wirklich warten, bis der ganze Baum weiß ist, oder? Also du kannst jedes Blatt, das komplett weiß ist, kannst du auseinandernehmen. Aber ich glaube, die infizieren sich schneller, wenn mehr da sind. Ich bin nicht ganz sicher. Also die Nicht ganz Blätter so müssen einfach mal Kontakt eins, um haben. einfach mal zu. Mit der Krug natürlich, ne? Ja, die Ernte Shift-Taste einfach mal nicht eins. vergessen. Shift-Taste, ganz wichtig. Genau. Ah ja, das ist tricky. Wahnsinn. Schön, ja. Nee, ist das schön. Fallen dann da eigentlich auch ab und an Seidenraupen raus, oder? Ja, wenn man das so gemütlich hackt, dann. Wir bauen einfach noch ein bisschen was daneben. Und dann bauen wir noch einen zweiten Baum, der sich so mit infiziert, dann geht das schneller. Also brauchst du jetzt halt auch nicht wirklich so dringend die Teile, nur halt am Anfang, weil man damit halt dieses Sieb baut. Und mit dem Sieb kann man dann aus der Erde was total Geiles machen, nämlich Und zwar Cobblestone. Wahnsinn. Cobblestone. Also eigentlich nur kleine Steine und diese kleinen Steine kann man dann zu Cobblestone zusammensetzen und. Das ist wahrscheinlich der wahrscheinlich unbeliebteste Stein im ganzen Minecraft-Universum. Ist hier eine begehrte Ressource. Ja, das Witzige ist, aus diesem Cobblestone kannst du dann wieder, kannst du halt Gravel machen. Den Gravel kannst du dann wieder sieben für Erze. Daraus kannst du dir dann Metall bauen. Das heißt also in so einem, also eigentlich haben wir ja ursprünglich hier so ein Sapling kompostiert. Und in diesem Sapling ist Eisenerz drin. Auf eine sehr lange und komplizierte, verkettete Art, aber es ist Eisenerz drin. Das ist Finde ich ein überhaupt nicht wenig kompliziert. unlogisch, wenn man drüber nachdenkt, aber naja gut, das ist Minecraft und wir fliegen gerade auf einer Holzplattform mitten in der Luft. Es gibt unlogischere Dinge. Insbesondere, wenn man im Moment bedenkt, dass diese Holzplattform, auf der wir uns gerade befinden, ursprünglich eigentlich der kleine Baum war. Genau, der ohne jegliche Ressourcen vor sich hin wächst. Hätte noch Aber nie der Mittel wuchs doch mit auf einem rein. kleinen Stück Erde, oder? Genau, der stand auf einem kleinen Stück Erde. Die hätten noch Düngemittel reinmachen sollen, so für den richtigen Brainfuck. Obwohl, bin ich ganz sicher, ob sie das nicht überlegt haben, weil es gibt nämlich auch ein. Also Fäkalien gibt es hier als Drop. Von einem selbst? Keine Ahnung, die sind halt immer beim Sieben ab und zu mal drin. Ich weiß nicht genau, wie die da reinkommen, aber sie sind da. Da stimmt im Baum. Weg. Ich weiß, mit den Fäkalien kann man laut Anzeige nichts machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser doch etwas merkwürdige Mod-Autor sich irgendwann mal überlegt hat, hey, wie wäre es, wenn man die Dinger auch noch düngen müsste? Haha! Ja, so eine kleine Frage am Rand, wenn ich mit der Axt auf den Boden einschlage und dabei nicht Shift drücke. Dann haben wir ein ganz ernsthaftes Problem. Dann Gut. geht's hier senkrecht, und zwar runter. Ja, der kommt da raus. Geht doch. Dieser Vein Miner ist ja normalerweise irgendwie so gebaut, dass man da erst diese Key-Taste drücken muss, aber die ist halt im Deutschen so unglücklich gelegt. Zumal, wenn du hier am Buddeln bist, die Shift-Taste hältst und dann irgendwie noch eine K-Taste drücken sollst und dann noch die linke Maustaste, da musst du aber nochmal erstmal einen ranholen, der für dich die Tasten drückt. Ich sag mal, ab und zu mal die Shift-Taste ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aha! Was? Ich twerk den Baum ins Leben. Hast du den Nagel noch auf den anderen, an den anderen rangesetzt? Ich vermute es, wir werden es sehen. Nee. Ein zu weit links. Setz den doch nochmal einen rüber. Hier Ja, muss. gut. Genau, wir können maximal. Also normalerweise sind nämlich Und da zwei ist die Felder. Teile. Ja, ist Aber die da ist. große Frage, wie man die Erde absolut sicher aufhebt.
Du musst dich sehr nah ranstellen und Shift hast du am besten schon gedrückt halten. Dann hast du da eine Chance, nicht runterzufallen. Ja, noch viel näher konnte ich gerade leider nicht ran. Ja, manchmal muss man halt Sachen auch mal fallen lassen. Manchmal muss man loslassen können. Ich habe jetzt schon wieder sämtliche Krugs durch. Das geht so schnell. Zum Beispiel bei einer nervigen Freundin oder so. Ja, da muss Wenn man die über loslassen den können. Rand der Plattform ins Nichts hängt. So, ah Genau. ja, aber ich wollte heute Abend noch Minecraft spielen, tut mir leid. Whoop. Muss Prioritäten setzen. So, Wie komme wie ich weit entfernt jetzt? soll der Baum von dem anderen Baum sein? Also die normale Astausschlag sind zwei Blöcke. Das heißt, der hier sind 1, 2, nochmal 1, 2. Und das Löchlein. Wie komme ich jetzt an diesen einen da oben dran? Das ist jetzt. Ich hoffe, es passieren keine Unglücke, wenn ich das jetzt mache. Aber ich glaube, die Axt ist so konfiguriert, dass der den Boden hier nicht wegräumt. Der ursprüngliche Autor, der das Ding, gesamte Modpack hier gemacht hat, der hat da schon extrem viel vorkonfiguriert. Also war halt auch alles direkt richtig eingestellt und so. Das war schon gut. Schon 14 von den Würmern. Aha. Jetzt passt das nämlich genau hier. Passgenau gebaut, den Baum. Vielleicht sinnvollerweise da links nochmal ein bisschen Bodenplatten dran. Diese Baumattacken immer. Also Holz hätten wir, ne? Jupp. Bräuchten wir nur nochmal sehr viel. Vielleicht baue ich nochmal so einen zweiten Barrel. Ich bin das halt aus dem Singleplayer so gewohnt, wo ich das halt noch nicht wusste, dass man hier auch einfach. Achso, wir haben hier dieses Super Crafting Table. Wo ich das noch nicht wusste, dass man hier auch einfach mit diesem diesem Vein Miner irgendwie alles direkt abbauen kann. Da habe ich halt immer stundenlang an so einem Baum gearbeitet. Da wäre ich mal froh gewesen, wenn ich so viele Ressourcen gehabt hätte. Ich esse Es. gerade bestimmt keine Pizza. Dann ist gut, weil das klingt so ein bisschen so, als würdest du jetzt Pizza essen. So, jetzt mache ich mal ganz kurz mit Shift gedrückt halten den linken Baum hier schon mal ab. Und jetzt müsste man theoretisch stehen, weil die ja nicht mehr verbunden sind, theoretisch komplett einreißen können. Ich teste das mal. Jo, funktioniert. All der Faden. Ach, wir haben so viele Fäden, 29 Stück. Ich Wie habe geht das drei, jetzt? aber auch drei Seitenraum. Wir wollen ein Sieve bauen. Was ist das? Achso, da können wir aus Wolle auch wieder fährt. Das ist ja praktisch. Das wollen wir bauen. Ein Jetzt mal einen Silkmesh. richtig, richtig guten Witz hören. Hau rein. Sieve Dark Project. Unglaublich lustig. Ja, Leute, kommt auf meinen Kanal. Wir haben jetzt euch ja Und hier gibt unglaublich es absolut schlecht. gute Unterhaltung mit sehr tollen Witzen. Würde ich mich Ja, sehr das erwärmen. jetzt? Also ich brauche eine Mitte, zwei, Steck vier vor allen Dingen einen Kürzen, Baum sechs, fest. sechs. Mach ihn platt. So, jetzt haben wir das ultimative Werkzeug. Ein Sieb. Ja, das ist jetzt da. Wenn man dieses Sieb jetzt Erde reinschmeißt und dann mit rechts so ein bisschen halten, dann filtert man die Erde durch und dann kann man alle möglichen Wunder in dieser Erde finden. Ich habe Stones gefunden. Du siebst unsere gute Erde durch. Naja, was sonst? Ach so, da recht. Kann ich Bäume durchsieben? Ich glaube wohl eher nicht, ne? Also man kann. Oh, ich habe Grassamen gefunden. Oh cool, gleich aufgefahren. Also man kann später, wenn man so ein Metall hat, kann man diese Blätter auch wegscheren und dann die gescherten Blätter zur Erde machen. Und so weiter und so weiter. Und dann hat man am Ende tatsächlich aus Blättern irgendwie Erze gemacht oder Steine. Die Steine in Blättern kennt man ja. Ich finde es gut, dass unsere nette kleine Holzplattform uns so wundervoll ernährt. Ja, Mit leckeren Raupen. da steckt viel mehr drin in so einem Baum, als man denkt, ne? Mit leckeren Raupen und Äpfeln. So, twerk the shit. Der blinkt dann immer so schön. Wul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 
Haha. Ha, die mächtige Magie hat gewirkt. Ja. Einer shakt den Booty und der andere tanzt herum. Ich frage mich ja, was der, wie er sich das ausgedacht hat, aber bestimmt eine lustige Geschichte. Sind die Fronier, die sind. Ich hab Baum im Gesicht. Brauchst du noch Erde? Wir müssen hier ganz viel Erde durcharbeiten. Oh, und ich habe einen Force Sapling gefunden. Oh ja, das sind diese Bäume aus diesem Dartcraft-Mod. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Da kann man dann irgendwie so, das ist halt so eine eigene Ressource quasi, diese Force-Ressource. Und damit kann man Dinge tun. Also man kann da irgendwelche Sachen verzaubern und so weiter, aber habe ich mich aber nicht mit beschäftigt. Hier sind, wie gesagt, tausende an Mods dabei. Also die haben wirklich einfach so alles genommen, was irgendwie cool ist, und haben das da reingepackt. Also was ist da? Mind Factory Reloaded ist dabei. Hast du auch gerade einen Huhn gehört? Ich höre einen Huhn. Ich sehe einen Huhn. Ist ein Huhn? Ja. Wieso zur Hölle ist hier ein Huhn? Was ist ein Ei auf den Boden geworfen habe. Das habe ich übrigens auch aus der Erde gesiebt. Du hast ein Huhn aus der Erde gesiebt. Ja. Also wissen wir, was war zuerst da? Das Ei. Definitiv. Und zwar kam das Ei direkt aus der Erde. Das wäre dann geklärt. Ich würde sagen, wir bauen mal ganz schnell einen Hühnerstall. Ich baue mal einen Cobblestone. Ihr macht mit Cobblestone, ich mache mal einen Hühnerstall. Ich weiß nicht, wofür genau machen wir jetzt nochmal den Cobblestone? Nee, das erkläre ich dir gleich, sobald wir den Hühnerstall fertig haben. Gut. Das Gute ist, man kann mit diesem Krug auch diese Viecher ranziehen. So, warum jetzt diesen Hühner? Das kommt jetzt alles ein bisschen unerwartet für mich. Ich glaube, wir machen einen sehr, sehr... Ich schubst das Huhn gerade mal wieder. Nein, wir brauchen das nee, auch nicht. Nee, weg von der Kante. Es wollte gerade eben fast runterfallen. Ach so, ja, das fällt ja safe, das Huhn. Das kann ja fliegen. Ja. So, bis halt die Welt zu Ende ist. Aber halt über die Kante. So, man kann den mit diesem Rook, kann man den ranziehen. Guck mal, wenn ich jetzt ein mache, Huhn. So. Huhn. Kann ich das so... Flupp, kann ich das so ranziehen? Ah. Ja. Halt. Nein, kein Grund, sich umzubringen. Fup. Also man kann das mit dem Krug auch schubsen, ohne dass er Schaden kriegt. Das ist so ein Tierverarbeitungs... Jetzt ist er sich da drunter versteckt, wo ich nicht mehr an ihn rankomme. Das ist ja ein Trickser. Haha, rausgezogen. Alter. Also jetzt mit dem Krug kannst du den auch schlagen, dann passiert dem nichts. Jetzt hab ich ihn weggekickt. Ich glaube, ich schiebe ihn da jetzt einfach rein. Guck mal hier. Ja. Ja, bist du ein Feiner. Ja, guck mal, jetzt nicht bewegen. Zack, wir haben einen Huhn gefangen. Geil, scheiße. Ja, ich habe einen Huhn gemacht. Das war jetzt aber auch mal so ein ultimativer Glücksgriff, genau. Aus dem ersten Ei direkt erstmal ein Huhn produziert. Ja. Yep. Ich habe nämlich gedacht, ein Ei. Schmeiß ich das doch einfach mal auf den Boden. Scheiß Eier, ich hasse Eier. Röms. Oh, scheiß Hühner, ich hasse Hühner noch mehr. Was weiß ich mir jetzt hier, welche Mods wir drin haben, genau. Und was du mit dem Cobblestone machen wolltest, du wissen. Obwohl du mich böswillig mit einem Huhn abgelenkt hast. Ja. Du pustest irgendwie total ins Mikro. Entschuldigung, ja. Ich habe mich auch gerade bewegt und das ist anstrengend. Da ich extrem korpulent bin, ist das ja so ein Problem. Also. So. Was wollt ihr machen? Cobblestone, genau. Was machen wir genau mit Cobblestone? Cobblestone. Zunächst einmal ist er da. Das ist schon mal ziemlich geil, weil das ist schon mal eine Verbesserung der Lage. Mhm. Ist er schon wieder weg. Kommt man gern zu erzählen, lockt er aus. Ich sollte das vielleicht doch nochmal auf den Server laden später. Ich höre dir auf jeden Fall weiter zu. Du kannst mir noch weiter über die Cobblestone-Geschichten erzählen. Genau, also daraus machen wir Cobblestone. Ist erstmal cool, den allein zu haben, weil dann haben wir ja Cobblestone. Und dann gibt es einen Hammer. Mit dem Hammer können wir den Cobblestone zerkleinern, nämlich zu Gravel. Also Geröll heißt das auf Deutsch, genau. Mhm. Und mit dieses Geröll können wir dann wieder sieben und dann hat das eine Chance, dass da Erze rausfallen. So, diese Erze bringen uns jetzt erstmal natürlich nichts, weil wir müssen ja die auch irgendwie braten können. Deswegen brauchen wir tatsächlich erstmal von diesen Cobblestone erstmal 8 Stück für tatsächlich den Ofen. Gut. Dann mache ich doch mal 8 Cobblestones.
Genau, machst du mal eben 8 Cobblestones und ich gehe weiter mit den Bäumen spielen. Ich mache einfach nochmal ganz viele von diesen Dingern hier. Das Huhn legt natürlich jetzt auch wieder Eier, ne? Das heißt, wir haben, na gut, ein Nahrungsproblem kann man jetzt nicht sagen, dass wir eins hätten, aber wenn wir eins hätten, hätten wir das jetzt gelöst in näherer Zukunft. Wir kommen der Sache mit den Cobblestones schon was näher. Wir haben jetzt schon 5. Also jede Erde, ich sieb die gleich auch mal durch, jede Erde, die man da reinsteckt, produziert mindestens 3 Steine plus Extras. Also Extras können halt weitere Steine sein oder Grassamen hat es hier eben gefunden und all so ein Zeug. Das gibt es da theoretisch auch alles. Vielleicht noch diese Wachsgeschwindigkeit dieser Bäume. Das irritiert mich jetzt voll. Meinst du, wir brauchen noch so einen Kompost? Ne? Ach, geht. Ich mache einfach nochmal 2. Also Holz haben wir ja. An Holz wird es uns nicht mangeln. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht aus Versehen zu viele Saplings in den Komposter brechen. Ich lege einfach mal 4 Stück in die große Kiste rein. Das heißt, für den Fall, dass wir... Oh, da sind ja schon welche drin. Also für den Fall, dass wir uns irgendwie total verausgaben, haben wir noch 8 Stück in der Reservekiste jetzt quasi. Oh, Vorsicht, guck mal hier, das ist connected. Das meinte ich halt nämlich, jetzt breiten sich diese Dinger aus. Gerade mal absägen. So. Weg. Was? Weg. Ja, der hat einen ziemlich langen Griff, dieser Krug. Ne? Dann drückst du einmal drauf, dann wird auch noch... In 3 Kilometer Entfernung. Ich hatte ja im Singleplayer ohne dieses Add-on, hatte ich ja tatsächlich auch keinen Bock mehr, diese ganzen Dinge alle abzuhaken. Also habe ich den einfach so zerfallen lassen. Aber dann kriegst du natürlich auch weniger Saplings. Und mit den weniger Saplings heißt dann natürlich auch weniger Erde. Und dann zieht sich das alles unglaublich hin. Und dann brauchst du auf einmal irgendwie 2 Stunden, bis du deinen ersten Eimer hast und dann verlierst du den auf merkwürdige Art und Weise in der Lava und ärgerst dich einfach total. So, ich sieb jetzt hier mal diese Erde. Im Prinzip, man steckt die halt einfach rein und dann rechte Maustaste hier drückt halten, dann rieselt die so einmal durch und dann fallen Sachen raus. Du kannst auch einen Kuchen drunter stellen, wenn du irgendeine Tante hast, die du nicht magst. Mmh, lecker Erdkuchen. Kannst auch König reinstellen, den durchsieben, fällt Geld raus. Ja, ich weiß nicht, ich probiere das mal aus. So, daraus machen wir jetzt einen Cobblestone. Geh mal kurz da rein. Ich hänge hier schon wieder an einem Baum fest, Mann, das mit den Bäumen nimmt hier echt überhand. Sollte man was gegen unternehmen, scheiß Bäume. Kommt mir alle her. Wir hatten denen erlaubt, hier zu sein. Ich mach jetzt mal so einen Wooden Hammer. Und dann demonstriere ich das ganz kurz noch mit dem Cobblestone. Wir haben ja fast genug. Den stellt man nämlich jetzt einfach hier hin. Dann haut man da mit dem Hammer drauf. Bup, Gravel. So, und den kann man jetzt halt auch wieder weiter verfeinern, aber naja. Den siebt man dann einfach wieder durch. Und dabei kommt was raus? Eisenerz, und zwar zerbrochenes Eisenerz. Aluminium und Gold. Und dieses Eisenerz, dafür braucht man dann wieder 4 Stück und das kann man dann zu einem Eisenerz-Gravel machen. Das funktioniert spieltechnisch genauso wie irgendwie normales Ore. Nur, dass man dieses Gravel dann auch wieder mit dem Hammer zerlegen kann und das am Anfang so ein bisschen duplizieren kann. Aber tatsächlich dieses ganze Gehämmer, das ist... also, du hast halt eine Chance, ein Viertel Erz mehr zu kriegen, wenn du hämmerst. Und ob man sich dann jedes Mal die ganzen Dinger durchhämmern will, nimmst du einen Stein. Ich weiß es nicht. Bis jetzt einmal im Kreis gelaufen, ist schon wieder ein Baum nachgewachsen. Oh, man kann eine Eichenbarrikade bauen. Das ist ja interessant. Ja, da könntest du hier mal so einen Zaun quasi hinbauen. Die sind aus dem Tinker's Construct, die Barrikaden. Die habe ich tatsächlich im Tinker's Construct noch nie benutzt. Ich weiß so nicht so genau, was die machen, aber ich glaube, es sind einfach nur Zäune für arme Leute. Na, dann habe ich ja auch endlich mal einen Zaun für mich. Ein Zaun, der genau auf mich zurechtgeschnitten ist. Wie schön. Gut. Verarmter Adel hier. Naja, ich meine, was bin ich denn schon für ein König? Ich bin König von einer schwebenden Holzplatte. Ja, aber das gehört alles dir.
von einer schönen Holzplatte mit äußerst aufdringlichen Bäumen. Ich will nicht gerade. Aber wo Bäume? Guck mal, was hier fertig geworden ist. Unsere Kirschbäume. Hm. Müsstest du mal wegkruken. Ruf einen Japaner. Und der macht da drunter erstmal ein Hanami. Ein was? Ja, so ein Picknick drunter. Ach so. Ja, mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Ich war jetzt ja im März in Japan und ich kam wirklich zeitig quasi perfekt dahin, denn es war gerade die Zeit, als die Pflaumenbäume aufgehört haben zu blühen und die Kirschbäume angefangen haben. Da kenne ich ja nur Bilder vor und die sehen sehr beeindruckend aus. Es war auf jeden Fall schon nicht schlecht und es, ja, was heißt, kackt übrigens wieder ab. Beide Bäume abgeholzt. Egal. Es ist natürlich kein Zeppling rausgekommen, aber das Problem kann man lösen, indem man einfach neue hinpflanzt. Also theoretisch, da kommen ja auch jedes Mal wieder neue Würmer raus. Ja, fürs nächste Mal muss ich mir dringend irgendwie angucken, dass ich das hier am Laufen halte. Also ja, ich glaube, das ist, weil ich den jetzt lokal laufen habe. Ah, okay. Ich schätze mal, wenn ich den auf dem Server laufen lassen würde, dann wäre das alles kein Problem. Müsste dafür etwa kurz Gemächt weichen. Dieser hat's keinen Sinn. Naja, doch. Ob da die große Frage ist, ob unsere alte Welt... Ach so, nee, die kann ich ja parallel sehen. Es kann höchstens sein, dass ich die dann kurz für den Moment deaktivieren müsste. Aber die spielen ja sowieso nicht durch, die Leute. Hm. Liegen Steine am Boden. Komisch. Das bereite ich fürs nächste Mal vor. Dann kriege ich auch hoffentlich das Zeitproblem in den Griff. Das ich übrigens tatsächlich lokal nicht hatte, aber wir hatten ja so einige Probleme lokal nicht. Insofern. Das sind meine ganzen beknackten Steine hin. Sind die irgendwie rausgefallen? Ich habe die aufgehoben. Moment, hier, ich habe sie da hingelegt. Ah ja. Ja, die sind nämlich wundervollerweise, sind die ja, aus mir rausgefallen, als ich. Jetzt können wir aber Seide machen, du. Alter Schwede. Nicht nur das, das sage ich dir. Wo habe ich denn die Würmchen? Ich verkünde feierlich, wir haben einen Ofen. Yay! Wir müssen uns langsam mal überlegen, wie wir das von der Positionierung machen. Also eigentlich solltest du mal eine Ofengegend bauen. Vielleicht so eine schicke kleine Erhöhung, wo wir dann auch ein bisschen größer, so ich weiß nicht, so 5x5 Platz plus Rand, dass man nicht runterfällt. Ist ja alles schön und gut hier so, aber kannst du übrigens einen Shift-Click machen. Ja, der lädt nicht nach. Nicht so wie gewisse andere Project Tables, die dann auf einmal 75.000 Dinger bauen, die man nie haben wollte. Du, ich bin da immer noch ein bisschen geschädigt, muss ich ernsthaft sagen. Nachdem ich irgendwie eine Quatzillion Helme gebaut habe. Ja, unser komplettes Eisen gut angelegt in Helmen. Ja, Helme sind auf jeden Fall, man muss ja sein Köpfchen benutzen. Genau. Eine Wertanlage, denn was muss man schon schützen? Den Kopf. Genau. Nicht, dass der kaputt geht. Also eigentlich können wir uns das mit diesen... Wofür braucht man sonst noch Strings? Wir können uns einen Bogen bauen. Dann können wir auf die ganzen Skelette schießen. Generell, wofür werden wir die Strings brauchen? Die Strings brauchen wir doch eigentlich nur für das Sieb, oder? Ja, man kann halt die Wolle draus bauen, weil, wie du siehst, haben wir keine Schafe. Ja. Was kann man noch machen? Das Interweb kann man machen. Das ist aus dem Computercraft-Mod. Nicht Computercraft, aus Open Computers. Ich habe nämlich auch Computercraft gegen Open Computers ausgetauscht, weil der einfach mal viel, viel besser ist. Fällt mir gerade noch ein. Damit kann man ins Internet gehen. Dann können wir Bomben bauen. Bomben sind immer gut. Also Bomben werfen, das ist immer eine super Idee. Besonders, wenn man auf einer kleinen Holzinsel lebt. Genau, das ist also brillanter geht's kaum. Dann können wir uns eine Angel bauen für irgendwas. Wir können uns eine Tasche können wir uns bauen. Ganz viele Kabel. Ach, guck mal, die Kabel brauchen auch alle Strings. So, ich habe jetzt und Teppich. Quasi erstmal hier die schönste Hütte aller Zeiten gebaut. Aber sagen wir es mal so, es gibt uns ein bisschen Sicherheit. Es ist, ja, schon. Man kann nämlich nicht mehr aus Versehen links und rechts runterfallen. Das finde ich sehr gut. Also ich mache den Eingang nochmal ein bisschen freier, und dann wirkt das offener und glücklicher und überhaupt. Weil wir ja noch nicht genug Offenheit hier haben. Genau.
Oh Mann, da haben wir aber schon einen ganz schönen Moloch, den wir jetzt hier infiziert haben. Ist der ja, schon? Der braucht jetzt auch ein Minütchen. Aber immerhin ist er nicht verbunden. Na Huhn, wie geht's? Ich habe extra noch ein paar Äste abgeschlagen. Gut. Wir müssen uns noch einen Namen für das Huhn ausdenken. Wir brauchen dringend so einen Name-Tag. Ich gehe jetzt noch mit Name-Tag. Da bräuchten wir einen Schleimball für. Könnte vielleicht noch einen Moment dauern, bis wir den Schleimball haben. Wie nennen wir das Huhn? Im Zweifelsfall Charlie, habe ich gehört. Was? Wir können ja unsere reichhaltigen Fans mal fragen. Schreibt das doch in die Kommentare. Genau. Und alle in 100 Jahren wissen wir auch, wie das Huhn heißt. Wir müssen hier auf jeden Fall noch Licht hinbauen in unsere coole neue Hütte. Sonst machen wir nämlich nachher Monster drin. Naja, bislang ist es ja noch keine Hütte. Ja, aber hier können Monster spawnen, weil das ist ja jetzt mit echten Blöcken gemacht. Das ist zwar nicht verkehrt, aber. Oh, ja, dann. Warte. Jetzt können da nämlich Monster spawnen. Und wenn du mal F9 drückst und dir den Lichtlevel anguckst, siehst du, ist es dunkel. Das habe ich ja bereits von dir gelernt, wie das mit dem Lichtlevel geht. Dann. Tada! So. Hat nicht gereicht. Können ja mal, oh, wir können hier am Rand einfach einen Zaun. Wir können was ganz Cooles machen. Warte mal, wir machen das, lösen das wie echte Profis. Ist die Lampe jetzt runtergeworfen? Ich hoffe nicht. Das war unsere letzte. Ich weiß es nämlich nicht. Wir haben einen Ofen. Wir können jetzt unendlich viele Lampen machen. Da ich wieder wegkrepiere. Nee, sie steht da noch. Keine Sorge. Alles ist gut. So, ich habe das Problem einfach ganz geschickt gelöst, indem ich noch eine Reihe oben drauf gelegt habe. Trotzdem reicht es nicht. Wir machen einfach neue Lampen. Das ist gut. Ich mach den Blödsinn hier auch wieder weg. Obwohl, vielleicht. Mit traumtänzerischer Sicherheit. Hier kurz mal im Abgrund laufen. Ja, da geht's schon gut runter. Kannst schon quasi den Boden nicht sehen. Wir sind hier tatsächlich gar nicht mehr so hoch. Also, man ist relativ schnell weg. Höhe von 64. Das geht schneller runter, als einem das lieb ist. So. Weich mal den Ofen ein. Wir brutzeln uns mal so ein bisschen. Ich lege jetzt aber noch eine Axt nach, falls das nicht reicht. Brutzeln uns Kohle. Die gute alte Holzkohle. Brauchen wir im normalen Minecraft ja grundsätzlich gar nicht. Aber hier dann irgendwie schon. Ich zitiere einen großen Künstler und Dichter. Kohle. Oh ja, ein großer Dichter. Einige seiner Werke sind legendär. Ja. Ich hatte da noch einen im Kopf. Und zwar, erst einmal. Löst das Wimmelbild, schlag mit dem Pimmelbild. Ja. Danke für diese. Das ist ja nicht von mir. Ja. Obwohl es von der Qualität her durchaus von mir sein könnte. Das könnte sein, ja. Sag ich mal, jetzt mal richtig viel Licht hier. Ist das jetzt hell? Ja, voll. Hier spawnt keiner mehr. Ach, die Fackel lassen wir da. Tja, der Seidenbaum macht sich, du, ne? Da bräuchten wir jetzt aber schon das Krug-Update hier. Da müssen wir jetzt demnächst schon mal drauf achten. Denn wenn unsere Bäume jetzt hier gleich wachsen... Meinst du, die könnten da in Kontakt treten? Ja. Das ist übrigens jetzt gerade auch die große Frage. Bringen Bewegungen vom Huhn auch Wachstum für die Bäume? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nur auf Spieler. Ah, wäre aber auch wichtig. Ich würde dir sofort einen Rudel Hühner hinstellen, also theoretisch praktisch haben wir keinen Rudel Hühner. Oh, ach, das. Jetzt hänge ich in den Baum fest. Ich wollte auch nur mal nach unserem Huhn gucken. Nach nur alles okay. Ja, bisschen noch fit. Kannst du noch? Ja, ne? Sonst wird unser Huhn von irgendeinem Baum erstickt. Ja, das ist ja safe da kann ja nichts passieren. Ich füge mal meine ganzen Samen in der Kiste hinzu. Habe übrigens auch einen Gummibaumsamen.
Oh, sehr gut. Das brauchen wir für Mine Factory Reloaded. Das ist so ein Mod, mit dem man wirklich jeden Mist automatisieren kann. Auch so schön Förderbändern, die dann so hin und her fahren. Oh, das finde ich gut. Ich schmeiß jetzt nochmal ein Ei dazu. Ja, bei mir klappt das natürlich nicht. War ja klar. Aber dafür habe ich Sugarcane ausgezeichnet. Oha, ja, hier ist ein Baum infiziert. Er wurde recht schnell gerettet. Ja, da habe ich den doch direkt mal abgerissen. Du bist infiziert, leider musst du sterben. Führe ihn hinter die Scheune und setze ihm den geraden Schuss. Dem Baum. Egal. Wir brauchen mehr Crooks. Und mehr Cobblestone. Eigentlich generell von allem sehr viel mehr. Oh ja, was wir übrigens auch noch brauchen, fällt mir da ein. Wie kommen wir denn an Wasser? Irgendwas enthydrieren. Das geht auch. Man kann theoretisch diese Kakti. Wie ist eigentlich der Plural von Kaktus? Egal. Kakteen. Kakteen, genau. Die Kakteen, die kann man nämlich auch benutzen. Aber. Wo brauche ich die hier? Brauche ich die da? Ich kann mich mal nicht Mal. entscheiden. Ich baue sie hier hin. Wir können auch einfach ein Fass aufstellen. Musst du schon wieder so ein Fass aufmachen? Ey, Nee, fürchterlich. nee, nur hinstellen, nur hinstellen. Und in dieses Fass, das ich jetzt hier gerade mal gebaut habe, fällt dann der Regen rein. Wobei ich jetzt nicht weiß, da Naja, das es Server ja regnet nicht, ne? immer noch auf Pause steht, ärgerlicherweise, und die Zeit nicht weiterläuft, dauert er erstmal wieder ab, ob wir überhaupt dann Regen haben werden.